Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Heute spreche ich im Business Talk Podcast mit Jana Aulenkamp. Und Jana Aulenkamp ist eine besonders bemerkenswerte junge Medizinstudentin, die gerade am Ende ihres Medizinstudiums steht, kurz vor der letzten Prüfung. Und sie hat 2018 den Vorsitz gehabt der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, der BVMD, und steht heute hier im Business Talk Podcast für ein Interview zur Verfügung. Sie ist deshalb so besonders und bemerkenswert, weil sie sich während ihres Studiums und eigentlich schon immer in ihrem Leben nicht nur um sich gekümmert hat, sondern auch um Entwicklung innerhalb von Systemen. Sie hat sich immer darum bemüht, auch andere mit ins Boot zu nehmen, im Team zu arbeiten, aber eben auch voranzugehen und eine Meinung zu haben und die nach außen auch zu vertreten. Und sie äußert sich immer kritisch, sie hört genau zu und man merkt ja einfach an, dass ihr ganzes Leben ihr ganz viel Spaß gemacht hat, auch immer sich selber auch weiterzuentwickeln. Sie hat einige Themen für sich erkannt und herausgearbeitet in ihrer Zeit. Das sind zum Beispiel das Thema digitale Transformation im Gesundheitswesen, das ist das Thema Evolution der Arbeitskultur, das ist das Thema interprofessionelle Zusammenarbeit, aber auch das Thema Leadership und Mindset. Also da kümmert sie sich drum schon während ihres Studiums und hat viele, viele Vorträge gehalten zu dem Thema. Wenn man auf ihre Webseite geht, die mit weltweit-anders.org beschrieben ist, wir werden das auch nochmal in den Shownotes später verlinken, da erfährt man sehr, sehr viel über die Person Jana Aulenkamp, aber eben auch darüber, was sie alles gemacht hat schon. Das ist wirklich ein tolles Interview geworden und wie das immer so ist, sage ich das auch am Ende viel zu kurz, aber wir haben eben eine gewisse zeitliche Beschränkung für diesen Podcast gewählt und deshalb sind viele Fragen offen geblieben, aber, und das ist das Schöne, viele Fragen mit Jana sind auch beantwortet worden oder insbesondere von Jana beantwortet worden. Und wir haben auch ein bisschen was geändert im Podcast. Wir haben also nicht die klassische Frage-Antwort-Runde hinten dran gehängt, sondern ich habe ihr mal 10 Wörter genannt und sie hat sehr spontan auf diese Wörter geantwortet. Also freut euch drauf. Super spannendes Interview mit Jana Aulenkamp im Business Talk Podcast. Wir hören uns gleich wieder. Okay, dann steige ich nochmal ein. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Ich habe meine heutige Interviewpartnerin, meinen Interviewgast ja schon vorgestellt. Und jetzt bitte ich sie aber noch selber mal 2, 3 Sätze zu sich zu sagen. Deshalb steige ich wieder ein mit der berühmten Einstiegsfrage. Wer ist Jana Aulenkamp? Was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, danke erstmal. Ich bin momentan noch Medizinstudentin und habe in 2 Wochen mein letztes mögliches Examen. Ansonsten bin ich total interessiert an der ganzen Gesundheitspolitik und an den Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens und habe letztes Jahr als Präsidentin die Bundesvertretung der Medizinstudierenden geleitet und beschäftige mich jetzt immer noch mit vor allem Themen der Weiterentwicklung des Medizinstudiums, wie zum Beispiel digitalen Kompetenzen oder Führung und Management. Genau, und bin hoffentlich bald fertige Ärztin. Ja, also deshalb auch nochmal ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute, so 14 Tage vor der weiteren Prüfung. Das weiß ich sehr zu schätzen, dass du hier heute dir die Zeit für uns nimmst. Ja, du hast gesagt, das habe ich auch in der Vorbereitung auf dieses Interview, aber auch jetzt in der Einleitung ja schon gesagt, du bist echt unglaublich vielseitig unterwegs. Ein Medizinstudium ist ja jetzt kein Studium, was man so mal nebenbei macht, aber trotzdem hast du dich relativ früh entschieden, ich engagiere mich. Ich engagiere mich nicht nur für mich, sondern ich engagiere mich für das Studium, für meine Kommilitonen oder überhaupt für das Thema Gesundheit und Medizin. Woher kommt das?
Oh, ach, ich glaube, das kommt schon aus der Schule oder genau. Also ich fand schon immer wichtig, dass man ein bisschen was tut drumherum. Ich glaube, eine Gesellschaft kann eigentlich nur funktionieren, wenn man nicht nur auf sich selber guckt. Und genau, da habe ich in der Schule dann angefangen, bin im Jugendrat gegangen oder war Stufensprecherin, war im Schulsanitätsdienst oder habe den geleitet. Also daher kommt das dann. Und ich glaube, das hat sich dann so durchgezogen. Das waren dann immer unterschiedliche Stationen. Also ich habe zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland gemacht, damals nach dem Abi, und habe mich dann erstmal in einer sehr wirtschaftlich orientierten Studentenorganisation wiedergefunden, aber auch in der Fachschaft. Und ich glaube, irgendwann kam dann so der Punkt, dass ich mir dann gedacht habe, man, es gibt so viel, was passiert, und im Gesundheitswesen passiert vielleicht nicht ganz so viel immer, auch gerade so zukunftsorientierte Themen. Und ich glaube, dann deswegen liegt jetzt meine Leidenschaft so bei dem Gesundheitswesen und der Entwicklung. Glaubst du, dass dieses Engagement, so ein persönliches Engagement, so ein bisschen ja, in die Wiege gelegt ist, also vielleicht auch irgendwo ja, manifestiert ist? Oder hast du vielleicht von deinen Eltern da viel mitbekommen? Sind die auch engagiert? Ja, woher kommt dieses engagieren wollen und eben zurückgeben wollen? Oh, gute Frage. Also mein Papa ist jetzt eigentlich nicht so der Engagierte. Meine Mama würde ich sagen schon eher. Also die hat auch immer nebenbei was gemacht. Ich glaube aber, dass ich das irgendwann sehr für mich entschieden habe. Dann auch, als ich gemerkt habe, ich habe halt noch also Kapazitäten über, und mir macht es dann auch einfach viel mehr Spaß, als ja, wenn man selber was schafft oder selber was macht, finde ich irgendwie dann doch cooler oder begeisternder, als immer nur das abzuarbeiten, was alle machen. Und ja. Ja, jetzt stelle ich mal eine Frage, die eigentlich jetzt schon jetzt noch für den Verlauf des Interviews noch viel zu früh ist, aber kannst du dir vorstellen, denn zukünftig eher Dinge alleine in die Hand zu nehmen, also Führungsaufgaben oder vielleicht auch eine eigene Praxis oder vielleicht noch andere unternehmerische Aufgaben zu übernehmen? Oder sagst du auch für mich, ich würde dann doch ganz gerne lieber im großen Team arbeiten? Also im Team arbeiten macht immer Spaß, finde ich. Aber klar, wenn man, ich meine, ich habe jetzt ja auch schon 5 Jahre in unterschiedlichen Teams meistens immer die Leitungsfunktion gehabt, oder, und das, also, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt sagen werde, ach, mit Beginn des richtigen Arbeitslebens quasi möchte ich das nicht mehr. Also das kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Es ist ja auch eine ganz andere Dimension, die irgendwie dazukommt, mit sich um Management-Sachen zu kümmern, und mir macht das, also ich finde das sehr bereichernd, deswegen kann ich mir echt nicht vorstellen, dass ich irgendwann sage, ich will das gar nicht mehr. Ja, jetzt ist das ja so, dass es gibt ja so ein bisschen so eine Tendenz, wenn das Umfeld, in dem man sich jetzt privat beruflich bewegt, ähnlich ist wie man selbst, also dass man viele Leute hat um sich rum, die engagiert sind und so weiter, dann kann man sich viele Dinge gar nicht mehr anders vorstellen. Aber genauso ist es ja vielleicht auch bei den Mitstudenten, bei Kommilitonen, bei Kollegen, die du vielleicht kennenlernst oder triffst. Glaubst du, dass sich da die Generation der heranwachsenden Mediziner und Ärzte auch vom Mindset her geändert hat, dass da eine Generation kommt, die vielleicht höhere Ansprüche stellen oder andere Ansprüche stellen? Also auf jeden Fall glaube ich andere Ansprüche. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie wir sozialisiert worden sind. Und ich glaube, dass dann einfach ganz normal ist, dass man dann natürlich, wenn man eine andere Sozialisation hat als vor 30 Jahren vielleicht, dass daraus auch andere Ansprüche oder andere Vorstellungen resultieren. Aber ich finde es ganz spannend, weil es ist ja total unterschiedlich. Ich habe ja meine Kommilitonen hier in Bochum, die zum Beispiel gar nicht dann teilweise, die ich halt also vom ersten Semester her kenne, und die jetzt überhaupt nicht, sage ich jetzt mal, so engagiert sind wie die, die ich jetzt zum Beispiel über das ganze Ehrenamt kenne oder über die Fachschaft oder so. Und die finden das zum Beispiel dann ja eher spannend, toll, was ich mache, und sagen dann, ja, wenn irgendwie was ist, wo du glaubst, das passt zu mir, dann sag mal Bescheid. Aber da ist ja nicht jeder so in dem Engagement immer so total drin. Das heißt, auch da höre ich wieder raus, ich möchte da noch mal ein bisschen beibehalten, weil es geht mir ja hier im Business Talk Podcast auch so ein bisschen darum, welche unternehmerischen Fähigkeiten oder welche Skills brauche ich tatsächlich und wann kann ich die entwickeln? Weißt du, ist es jetzt wichtig, die vielleicht in die Wiege gelegt zu bekommen oder kann ich vielleicht selber dafür sorgen? Das hört sich bei dir ja so ein bisschen so an, dass du so eine eigene Motivation dazu entwickelt hast, zu sagen, ich möchte halt ein bisschen mehr machen, möchte vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die Extrameile gehen und
nehme dafür auch in Kauf, dass vielleicht einige Dinge, die vielleicht für den einen oder anderen Studenten normal sind, für mich nicht normal sind. Also zu sagen, ich schimpfe nur aufs System oder ich bin vielleicht unzufrieden mit dem, sondern ich mache jetzt einfach was. Ich nehme es in die Hand und versuche selber zu verändern. Na, das ist ja ein großer Unterschied. Und deshalb ist mir das so wichtig, dass wir das mal rausarbeiten, wie die junge Generation von Medizinern da vielleicht in der Zukunft tickt. Denn du hast ja gerade schon gesagt, du hast im letzten Jahr den Bundesvorsitz oder den Vorsitz beim BVMD gehabt, also der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. Und das heißt, du bist ja an der Spitze aller Medizinstudierenden gewesen und gehst damit voran. Und ihr habt ja da auch Kontakt zu hochrangigen Politikern. Ihr nehmt da Einfluss, ihr versucht nicht nur Einfluss zu nehmen, sondern ihr nehmt Einfluss, weil man auch auf euch hört. Glaubst du, dass das wichtig ist? Und wenn ja, warum ist das wichtig? Und ich stelle sofort noch eine Frage dahinter. Warum? Ja, weil also nicht nur, ja, es ist wichtig, das wissen wir ja schon, aber warum? Aber eben auch, in welcher Art und Weise nehme ich Einfluss? Also sage ich nur Meinung oder bleibe ich bei meiner Meinung und bohre auch nach? Ne? Also hast auf jeden Fall, wichtig ist es. Und ich glaube, gerade so auf großer politischer Ebene gesehen, natürlich auch, um zu sehen, da ist eine nachfolgende Generation oder sind Leute, die mitbestimmen wollen oder die Ideen haben, vor allem auch sehend aus den aktuellen Rahmenbedingungen, die wir haben. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, ein Medizinstudent ist 6,5 Jahre an der Uni und hat nie ein Krankenhaus von innen gesehen oder eine Praxis. Also man bekommt ja mit, wie ist der Versorgungsalltag, natürlich aus einer sehr viel freieren oder offeneren Perspektive, wie wenn man selber in der Verantwortung ist. Aber man erlebt ja viel. Man guckt ja auch in jedem Bereich mal so ein bisschen rein. Man sieht, was macht die Pflege, man sieht, was machen die Physios, man sieht, was machen die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte und bekommt ja dann einen Überblick. Und ich glaube, da kommt dann auch viel, da merkt man dann selber, okay, das sind vielleicht Rahmenbedingungen, die finde ich gut oder die finde ich vor allem eben auch nicht gut. Und daher kommt ja dann auch viel die Motivation, was zu bewegen. Oder halt eben natürlich direkt Medizinstudium, das hat man ja noch direkter an sich quasi, was da eben passiert oder was nicht passiert. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz unterschiedlich ist. Also es gibt ja ganz viele Medizinstudierende, die dann zum Beispiel auch sagen, Mensch, es gibt ein Thema, für das ich brenne oder das ich total wichtig finde. Das ist ja dann, kann irgendwas um die Medizin herum sein und die dann sagen, ja gut, dann mache ich halt auf lokaler Ebene oder engagiere mich eben in der Fachschaft oder mache hier das Teddybär-Krankenhaus, wo es darum geht, dass Kinder die Angst vor dem Krankenhaus verlieren. Oder also es gibt ja ganz, ganz viele Ideen. Nur das Problem ist, oder das, was mir dann immer, oder was ich sehe, so viele engagierte Medizinstudierende quasi, ist die Frage, was passiert dann oft mit dem Engagement danach? Und das finde ich unfassbar schade, weil man wird ja auch in einer Art System sozialisiert, das sehr starre und sehr vorgegeben ist und wo halt eben wenig Freiraum für Individualität oft zu sein scheint. Mhm. Ja. Kannst du da mal ein Beispiel für geben? Also, oder fällt dir da gerade was zu ein? Also es ist ja, wie du sagst, auf der, ich nenne es jetzt mal regionalen Ebene oder kleineren Ebene, bezogen vielleicht auch auf einer Mikroebene, also Krankenhausebene sogar, wo ich in der Praxis, wo ich vielleicht als Medizinstudierender mal gewesen bin, da dann aufzuhören und vielleicht nur zu sagen, okay, ich kann ja nicht viel verändern, was kann ich als Einzelner ausrichten? Oder auf der anderen Seite eine Projektarbeit, wie es bei dir jetzt war, im BVMD, wo du unmittelbar im Gesundheitsministerium zu tun hast und wo du vielleicht auch die Möglichkeit hast, wirklich Einfluss zu nehmen auf Dinge, die dann die Allgemeinheit betreffen. Gibt es da Unterschiede? Und also ja, natürlich gibt es Unterschiede, aber wie kann ich als Einzelner vielleicht dafür sorgen, dass das, was ich tue, trotzdem wichtig ist und auch Relevanz hat? Ne? Ja, das ist unfassbar schwierig, glaube ich. Und ich glaube, viele haben da auch vor Bedenken oder Zurückhaltung. Und das finde ich zum Beispiel total interessant. Ich habe mich ja erst nach dem Physikum 3 Jahre in ISEC, heißt die Studentenorganisation, die so ein bisschen zum Ziel hat, Führungskräfte zu entwickeln, die sich mit globalen Herausforderungen eben auch beschäftigen können. Und das finde ich total interessant, weil da sind ganz viele Leute, die zum Beispiel eher so BWL studieren und ja, die so ein bisschen Hintergrundwissen haben und
viel innovationsfreudiger sind. Also die kriegen ja Tools an die Hand durchs Studium, wie kann ich irgendwas verändern oder wie kann man Veränderungsprozesse initiieren oder was weiß ich was. Und da merkt man auch, da ist so in der ganzen Organisation so ein anderer Drive quasi da. Das ist, manchmal geht da alles viel zu schnell und die Leute sind viel zu innovativ und ein Jahr ändert sich immer alles, also das ist dann auch wieder vielleicht zu viel, aber die BVMD ist dann zum Beispiel genau, da merkt man, das ist eine ganz andere Stimmung. Also dieses Konservative im Sinne von beibehalten, was gewesen ist, eher Risiken nicht so angehen, spielt da eine viel, viel größere Rolle. Und obwohl es ja alles nur Studierende sind. Also ich finde, da merkt man schon, oder da habe ich für mich schon gemerkt, wie das Umfeld dann doch eben die Handlungsweisen beeinflussen kann. Und ich glaube, dass man quasi einfach auch lernen kann, wie kann ich denn besser Projekte initiieren. Aber ich glaube, das große Problem ist einfach, was aktuell passiert ist, sobald die Leute aus dem Studium raus sind, kommt halt einfach eine riesige Menge an Arbeit oft auf die Leute zu, sodass man oft einfach gar keine Zeit mehr hat, sich dann eben mit eigenen Themen, also mit weiteren Themen auseinanderzusetzen. Und dann kommt eher das Bedürfnis nach, ich brauche Freizeit für mich, ich brauche Rückzugmöglichkeiten, ich möchte geregelte Arbeitszeiten haben, ich möchte mich nicht aufopfern, dann spielen so eher diese primären Bedürfnisse von Ruhe, von ja, eine viel größere Rolle, als dann zu sagen, ja, und jetzt gehe ich in meiner Freizeit nochmal und engagiere mich großartig. Mhm. Kommen wir doch mal zu dir. Also wenn man jetzt überlegt, du bist jetzt fast fertig, du hast, glaube ich, deinen Schwerpunkt in der Anästhesie gelegt, ne? Du, was hast du vor? Also jetzt wenn wir das mal aufnehmen, wirst du irgendwann ins Krankenhaus gehen? Hast du langfristig vielleicht vor, in die Praxis zu gehen? Oder stellst du dir vielleicht noch was ganz anderes vor? Also unternehmerische Tätigkeiten oder die eigene Praxis sogar? Gute Frage, wenn ich das schon wüsste. Okay, ja. Ich weiß es selber noch nicht genau. Also wahrscheinlich werde ich irgendwo als Anästhesistin anfangen zu arbeiten, auch einfach, weil ich einmal, weil mir das einfach Spaß macht, aber auch, weil ich in der Anästhesie, finde ich, ist ein Bereich, die sich auch schon ganz viel mit Themen wie Kommunikation, Risikomanagement, Fehlermanagement, Patientensicherheit, also die beschäftigen sich mit so vielen soften Faktoren, die Medizin eben auch beeinflussen, was in meinen Augen in jedem Bereich wichtig wäre, aber irgendwie es leider zu wenig Beachtung findet. Deswegen finde ich die Anästhesie eben auch so spannend, weil man da so viel drumherum eben anschaut. Auch in der Intensivmedizin, wie viele Einflüsse da zusammenkommen, das finde ich toll. Genau, deswegen ist das erstmal so meine nächste Station, aber dann weiß ich es noch gar nicht. Also ich habe da keinen 15-Jahres-Plan gemacht. Ich weiß, dass ich mich auf jeden Fall immer irgendwo einbringen möchte und will. Ich habe mal überlegt, in die Beratung zu gehen, das habe ich aber eigentlich wieder abgehakt, weil ich mir das dann, man dann ja doch nicht derjenige ist, der dann entscheiden kann. Deswegen das ist, glaube ich, da nichts für mich. Früher hatte ich mal die Idee, ein eigenes Krankenhaus aufzumachen, wo es cool ist zu arbeiten. Ich hätte auch schon ganz viele Ärzte, die da hinwollen mit mir, aber ich weiß es noch nicht. Ja. Also ich finde das deshalb so spannend, weil jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast ich ja ein bisschen mich mit dir beschäftigt habe und unter anderem natürlich auch auf deine Homepage gestoßen bin oder auf deine Seite gestoßen bin, wo du nicht eben nur als Medizinerin unterwegs bist oder als jemand, der sich engagiert, sondern du trittst ja für unterschiedliche Themen da auch ein. Also wenn ich jetzt hier gerade sehe, ist das einmal Themen, die dich beschäftigen. Das ist die digitale Transformation im Gesundheitswesen. Das ist die Evolution der Arbeitsstruktur. Das ist Leadership, Führung in der Medizin. Das sind auch, also finde ich super interessant, Mindset und Vorstellung einer neuen Generation. Das sind ja Themen, die weit über das Medizinstudium hinausgehen. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich kann mir nicht vorstellen, dass du ohne Wertung jetzt nur Medizin machst, sondern du bist als Speakerin unterwegs, du hast seit Jahren hältst du Vorträge, wenn man sich mit dir unterhält, und das wird jeder nachvollziehen können, jetzt hier auf dem Podcast, du bist sehr überzeugend in dem, was du sagst, du weißt genau, was du sagst, du redest sehr gut, du bist auf der Bühne sehr sicher, ich habe dich ja ein paar Mal gesehen. Also
Das sind ja alles so Dinge, wo ich denke, ja, ich dachte, ich mache dir mal ein Kompliment jetzt. das sind ja alles so Dinge, wo ich denke, das lässt man ja nicht einfach fallen. Also das ist ja schon etwas, was da ist und wo vielleicht auch ja einfach eine Motivation da ist, Mensch, das möchte ich gern weitermachen, um eben mein Thema auch weiter an den Mann, an die Frau zu bringen und vielleicht andere auch zu bewegen, über vieles mal nachzudenken. Ja, also das ist das, also für mich ist das auch mein festes Ziel, was ich haben möchte. Gerade dieser Bereich von Führung, sei es jetzt Selbstführung im Rahmen Leadership oder halt eben Organisationsführung, das eben mehr ins Gesundheitswesen zu bringen, zu verankern. Deswegen habe ich mich ja auch als Präsidentin beworben, weil ich gucken wollte, ist das ein Bereich, den man voranbringen kann oder eben auch nicht. Und das kommt eben daher, dass ich vorher in dieser wirtschaftlichen Organisation war und gesehen habe, was das eben für positive Auswirkungen hat. Und da habe ich auch kennengelernt, was es halt eben Wirtschaft nicht bedeutet, immer nur kurzfristig auf irgendwelche Zahlen oder Ökonomie eben nicht bedeutet, immer nur auf kurzfristige Gewinne auszurichten, sondern was da eben alles noch dahinter steckt, zu Zusammenarbeitsstrukturen. Deswegen bin ich da auch so begeistert von, weil ich glaube, dass das viel zu wenig ist. Und das Ziel werde ich auch weiter verfolgen. Aktuell weiß ich nur nicht in genau in welchem Rahmen und wann es wo da wie hingeht. Ich bin mega froh, dass jetzt im Rahmen des Weiterentwicklungsprozesses des Medizinstudiums es eben zum Beispiel auch eine Gruppe gibt, Führung und Management, da wo ich mit auch da beteiligt bin, wo wir eben gucken können, dass das halt zukünftig auch ins Studium kommt. Und ich weiß, dass es ja auch in der Weiterentwicklung in der Weiterbildung für die Assistenzärzte auch eine größere Rolle spielen kann. Aber vielleicht ist das so ein nächster Punkt, wo ich mir dann mal überlege, wie kann man das machen. Da gibt es ja auch schon einige gute Bestrebungen und ich weiß auch, dass es ein Leadership-Curriculum der Bundesärztekammer gibt. Dabei ist ja immer die Frage, wie weit wird das gelebt und wie viel hat das überhaupt Platz im aktuellen System? Eine Sache, die mich jetzt nochmal interessiert, ist das Thema Leadership und Führung in der Medizin. Also ich habe mir hier hintergeschrieben, was das für dich bedeutet, würde das aber ganz gerne noch ein bisschen weiter ausbauen. Du hast gerade eine Sache gesagt, es kann da in der Situation oder in der Richtung nicht immer nur um das Führen nach Zahlen gehen. Das ist ja insbesondere in der Medizin ein wichtiges Thema. Also Krankenhäuser, die nach Zahlen geführt werden auf der einen Seite, aber die Relevanz von dem menschlichen Faktor dahinter, also die Entscheidung darüber, kann ich jetzt noch ein Medikament verschreiben, kann ich jetzt noch eine Operation durchführen oder kann ich noch einen Patienten aufnehmen, die kann ja nicht nach wirtschaftlichen Zahlen geführt werden, die muss ja eigentlich nach anderen, also medizinischen Gesichtspunkten geführt werden oder getroffen werden, diese Entscheidung. Glaubst du, dass es wichtig ist, dass sich Ärzte mehr mit dem Thema Führung beschäftigen müssen oder vielleicht auch mit dem Thema Betriebswirtschaft, weil nur damit eben dieser schmale Grat irgendwie gehandelt werden kann? Ja klar, auf jeden Fall. Also die Frage ist halt was und ich glaube, das ist auch so schwierig, weil was wir jetzt auch erleben im Weiterentwicklungsprozess des Studiums, jetzt soll dann Führung rein, dann soll direkt alles rein. Und ich glaube, man muss da so ein bisschen abspecken und unterscheiden. Ich glaube, dass es für jeden Arzt oder für jede Ärztin wichtig ist, ein bisschen zu wissen, was ist denn Selbstführung, gerade auch vielleicht Thema Resilienz oder Karriereplanung, also das so ein bisschen aktiv zu betreiben. Das wo in Finnland haben die im ersten Semester, ich habe meine Promotion in Finnland gemacht, deswegen weiß ich das, haben die so ein so eine Art Tutorium, wo es dann darum geht, wohin willst du eigentlich mit deinem Studium, wo willst du mit deinem Beruf hin, warum machst du das? Also solche Thematiken für sich selber auch zu arbeiten, finde ich wichtig. Dann Thema Teamführung. Da sollte jeder eigentlich ein paar Basics haben, weil egal, ob ich jetzt als Assistenzärztin in der Anästhesie oder wo auch immer, man interagiert immer mit anderen Berufsgruppen und hat ja immer einen Behandlungsprozess auch irgendwie zu leiten. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man weiß, wie kann man denn eigentlich mit anderen Menschen so im Groben umgehen und vielleicht auch ein Team formieren. Und dann eben Stationsalltag. Also was sind da für Prozesse? Wie kann man denn vielleicht jeden Tag besser strukturieren? Was gibt's denn da vielleicht für Methoden? So ganz grobe Basics. Und ich glaube, wenn man das am Anfang mal so ein bisschen als Grundlagen hat, plus was das
so Grundlagen sind wie ganz grobes Wissen über Gesundheitssystem oder Veränderungsprozesse, dann reicht das erstmal. Wenn man dann quasi weitergeht in der Weiterbildung als Arzt, Ärztin und eben Oberarzt oder Oberärztin werden will, ich glaube, dann muss man einfach nochmal tiefer einsteigen. Weil, also das, so würde ich mir das jetzt nur ungefähr vorstellen. Mhm. Ich fand es total spannend. Ich war im Uniklinikum in Salzburg und die bauen im Prinzip jetzt gerade so ein Programm auf, wo die halt eben sagen, jeder, der eine große Leitungsfunktion übernehmen muss, muss durch so eine Führungsschulung durchgehen. Interdisziplinär machen die das, also für Pflegedienstleitung, für leitende Oberärzte, für Chefärzte, für die Geschäftsführung, für was weiß ich was, weil sagen, das ist so ein wichtiges Feld. Und so in etwa könnte ich mir das im Idealfall auch vorstellen. Genau, aber am Anfang erstmal so mit den Basics anfangen. Ich glaube, das wäre wirklich super, dann ne? Also praktische Erfahrungen zu machen und beziehungsweise überhaupt erstmal Erfahrungen zu machen mit unterschiedlichen Themen, die so ein bisschen nur Randbereiche ja. Außerhalb der Medizin sind, um dann darauf eine Entscheidung treffen zu können, wie geht es auch weiter. Ne? Also entwickle genau. Ich mich jetzt lieber in Richtung des Krankenhauses oder möchte ich vielleicht doch irgendwann in die eigene Praxis, möchte ich vielleicht mich im Krankenhaus weiterentwickeln oder welche Möglichkeiten im System sehe ich denn überhaupt? Das bringt ja auch aus meiner Sicht nicht immer aufs System zu schimpfen, sondern letztens einen schönen Satz gehört von dem Professor Jan Ehlers, der gesagt hat, kann ich nur aufs System schimpfen, denn ich muss immer erkennen, ich bin selbst Teil des Systems oder ich bin das System und kann eben so ein bisschen was ändern dann auch dadurch. Ne? Das stimmt absolut. Da fällt mir gerade noch eine Sache ein. Ja. Zum Beispiel jetzt, wir haben letztes Jahr in der WVMD, haben die von der AG Medizinische Ausbildung so ein sehr schönes Konstrukt ausgearbeitet und halt eben gesagt, wo man immer drauf achten muss, ist auch so eine Grundachse mit ins Studium zu bringen, und zwar die des Visionärs, also derjenige, der selber kreiert quasi. Mhm. Und nicht nur, weil bei uns ist ja ganz viel, lastet ja einfach nur Wissen, auswendig lernen und fertig, aber auch so dieses Wissenschaftliche oder eben dieses Selbstständige, das hat ja so eine Komponente von was Visionärem, mit Ängsten umgehen können, mit Veränderungsprozessen umgehen. Und das als so eine ganz grundlegende Sache, eben auch für Wissenschaft, für Forschung, ist ja auch den Status quo zu hinterfragen und was Neues herauszufinden. Mhm. Das finde ich, Ja, ich finde, du bist da auch ein tolles Beispiel für, denn man sieht ja jetzt oder man merkt ja jetzt, was es ausmacht, wenn jemand sich früh auch über den Tellerrand hinaus so ein bisschen beschäftigt und damit eben auch sich neue Felder schafft und damit plötzlich aber auch ganz andere Möglichkeiten in der Entwicklung nicht nur sieht, sondern auch vielleicht sich selbst erarbeitet oder man könnte auch sagen geboten bekommt, aber eben auch einfach ein anderes Mindset hat und offen ist für viele Dinge. Ne? Also das hat ja auch was mit, dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung ist immer so ein bisschen schwer belegt, aber das hat eben auch was tatsächlich damit zu tun, dass man sich in dem Rahmen weiterentwickelt und damit eben neue Geschäftsfelder für einen selbst sich vielleicht auftun oder Berufsfelder. Gibt es denn irgendwas, was du sagen würdest, das würdest du dir wünschen, dass das noch Teil des Studiums wird, also neben dem, was du gerade schon gesagt hast? Gäbe es da irgendwas, wo du sagst, das gehört für mich auf jeden Fall in die Ausbildung des Mediziners oder vielleicht auch in danach stehende Facharztausbildung? Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Also der Überarbeitungsprozess ist schon relativ allumfassend, würde ich sagen. Also es werden momentan ganz, ganz viele Punkte angebracht und angeschnitten, die dann eben reinkommen sollen. Das geht von dem, was ich gesagt habe, von Grundlegendes zu Führung und Management, Qualität zu ärztliche Kommunikationsfähigkeiten, Teamarbeit, Prävention, Ethik. Also da passiert gerade ganz, ganz viel. Und auch sogar dieses Visionäre, dieses Selbsterschaffene soll auch mit reinkommen. Die Frage ist natürlich, wie wird das danach gelehrt? Und ich würde natürlich sagen, die Weiterbildungs- oder die Überarbeitung der Weiterbildungsordnung geht in ein paar Punkten da einfach nicht weit genug. Und die Frage ist ja auch immer, nur weil es da drin steht, heißt es ja nicht, dass das dann auch unbedingt bei allen Assistenzärzten und Assistenzärztinnen ankommt. Aber mir wird jetzt gerade nicht spontan noch irgendwie so ein Punkt einfallen. Ich glaube, es ist wichtiger, dass die Leute, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, dann eben auch dazu vernetzen und zusammenzukommen. Ich glaube, das ist noch ein ganz großer Punkt. Jetzt gerade zum Beispiel auch in der digitalen Medizin, das kommt ja jetzt erst langsam, dass sich da eben auch Ärzte und Ärzte zusammentun. Das ist aber nochmal ganz schön. War das deine Katze?
Hörte sich was? Nee, das war eine Tür. Ich habe jetzt gerade gesagt, wir würden jetzt auch noch ein bisschen... Bei mir ist immer so im Podcast-Bild meist mein Hund, also deshalb hätte das jetzt ganz gut gepasst. Ja. Achso, nee. Ja, das Thema Digitalisierung in der Medizin, ja auch ein Thema, was nicht nur dich beschäftigt und mit dem du dich sehr auseinandersetzt, sondern was natürlich die Branche, das Gesundheitswesen gerade sehr, sehr beschäftigt. Gib doch mal aus deiner Sicht einen kleinen Ausblick. Wo stehen wir da gerade? Wo gibt es neue Ansätze und wo meinst du, dass es Dinge gibt, die jetzt schon da sind und gut umsetzbar sind? Und vielleicht nimmst du uns mal mit auf einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Ja, also was mir jetzt erstmal grundlegend so einfällt oder was mir jetzt noch gerade einfällt, ist, dass das eigentlich nie so war, dass ich gedacht habe, digitale Medizin ist jetzt total, was mich total begeistert, so von sich. Aber ich finde es so spannend, weil das mit so vielen Veränderungsprozessen verknüpft ist. Und deswegen finde ich das spannend und interessant. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache. Ausblick. Das finde ich ganz schwierig, gerade jetzt auch mit den Entwicklungen, die durchs digitale Versorgungsgesetz kommen, ist die Frage, was überlegt sich die Politik denn noch alles in nächster kürzester Zeit? Ich finde es total spannend, dass Ärztinnen und Ärzte Apps verschreiben sollen, dürfen, können. Mhm. Ich frage mich noch immer, wie kommt es quasi, also dahinter müsste ja irgendwo auch ein Schulungskonzept stehen und das weiß ich irgendwie noch nicht so ganz so, wie das ankommen soll, vor allem bei Ärztinnen und Ärzte, die das ja alles verschreiben sollen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, was in den letzten 10 Jahren alles verpasst würde, wird in sehr, sehr schneller Zeit jetzt durchgebracht. Und da habe ich manchmal so ein bisschen, dass ich mir denke, oh ja, ich finde ja Veränderungen eigentlich per se gut. Die Frage ist nur, wie wird es dann wirklich im Detail gemacht? Und da muss ich immer an meinen jetzigen Nachfolger in der BVMD denken, weil der ist immer sehr da vehement für, dass Dinge qualitativ hochwertig und gut sind und Zeit nicht nur zählt, wohingegen ich dann eher meistens immer die Zeit als dringenden Faktor sehe und ihn dann auch immer früher genervt habe. Deswegen finde ich das ganz spannend, weil er mal gesagt hat, ja, man muss auch auf Qualität gucken und da habe ich momentan manchmal so ein bisschen meine Bedenken. Aber ansonsten glaube ich, dass das einfach Teil des Versorgungsalltags werden wird und ich freue mich darauf, dass man in Zukunft öffentlich viel, viel vernetzter interagieren kann und eben nicht mehr einem anderen Krankenhaus hinterher telefonieren muss und Patienten über ihre Apps irgendwelche Daten direkt an den Arzt oder die Ärztin überweisen können. Also ich glaube, dass das auf kurz oder lang kommen wird. Und ich glaube auch, dass so Punkte wie dieses Thema ohne Arztpraxis oder viel mehr interdisziplinär gearbeitet wird mit Zuschaltung von Arzt oder Ärztin. Ich glaube, das wird kommen, auch wenn sich da jetzt noch viele gegenstellen. Hast du da so ein für dich vielleicht einfach mal so einen zeitlichen Horizont, dass du sagst, in 5 Jahren sind wir schon da? Oder meinst du, das kann man einfach nicht sagen? Ich finde es ganz schwierig. Also ich hätte ja, also von meinem, ich finde, das kann man nicht sagen. Ich hätte von meinem Verständnis her auch gedacht, es kommt erstmal, dass man vernetzt, also diese elektronische Patientenakte, die dann wirklich vernetzt ist mit allem und mit den Apotheken und mit der Physio und also mit so allen Leistungserbringern im Gesundheitswesen beziehungsweise natürlich die vom Patienten dann geführt wird. Ich da hätte gedacht, dass das erstmal kommt. Jetzt kommt aber dann Thema Apps. Also ich möchte nicht, ich glaube, ich da kann man auch schlecht schätzen, wo man dann steht. Große Frage für mich ist, wie kommt das ganze Thema noch besser in die Forschung auch? Mhm. Also weil das ist jetzt auch ein Thema, was vielleicht nicht immer unbedingt dann auch von allen, von der Industrie so getrieben wird, aber eben auch nicht von den Ärztinnen und Ärzten. Deswegen ist von der Medizininformatik, die versuchen sich da so ein bisschen drum zu kümmern, aber das steht ja gar nicht so im Vordergrund. Ich glaube, das hätte noch viel mehr Potenzial. Mhm. Ich höre so ein bisschen raus in dem, was du auch vorher noch gesagt hast, dass jede Entwicklung, jede Innovation, vielleicht gibt es ja noch ein paar noch weitergehende Innovationen, also die sind immer nur so gut wie die Menschen, die auch mittragen oder mitgehen. Also du hast gerade das Thema Qualität auch angesprochen. Was können wir überhaupt jetzt schon umsetzen? Was sind Mediziner oder Ärzte, die jetzt vielleicht auch in der eigenen Praxis sind oder auch im Krankenhaus, denn jetzt in der Lage umzusetzen, auch mit dem bestehenden und vorhandenen Personal? Also da hängt ja auch viel dran. Auch in der Pflege ist das ja ein großes Thema. Die Entlastung auf der einen Seite, der Roboter auf der anderen Seite, der vielleicht schon da ist, aber möchte ich gerne von dem gepflegt werden, möchte ich
Oder wo beginnt da die Pflege? Ist es da vielleicht das Glas Wasser, was ich gebracht bekomme? Oder ist es dann das Umbetten oder andere Dinge auch? Ich glaube, da gehört noch wirklich viel Zeit dazu, bis wir uns an einige Dinge auch gewöhnt haben. Vielleicht bringt aber auch die Generation, die da jetzt kommt, vieles mit. Und für die Generation, auch deine Generation, ist vieles selbstverständlicher als vielleicht noch für meine Generation oder die noch ältere Generation dahinter. Ne? Ich glaube, auch ja, die. Da muss ich so ein bisschen widersprechen. Ja, gern. Also, ich glaube nicht, dass per se die jüngere Generation mit dem Thema, ich glaube, digitale Medizin unbedingt schnell viel anfangen kann. Also wir haben hier letztes Jahr auch mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, mit dem Medizinischen Fakultätentag, eben also von der BVMD, so eine große Umfrage gemacht. Da ging es eigentlich um Berufs- und Zukunftsvorstellungen von den Medizinern. Und da haben auch super viele teilgenommen, also ein Fünftel aller Medizinstudierenden in Deutschland. Und da haben wir halt unter anderem auch mal gefragt, was glaubt ihr denn, wie sich der Versorgungsalltag verbessern wird? Und die haben alle gesagt, es wird sich die Arbeitsorganisation verbessern, es wird sich die Versorgung generell verbessern. Aber was sich verschlechtern wird, ist das Arzt-Patienten-Verhältnis. Und wir haben auch noch gefragt, wie viel Ahnung haben sie von dem Thema? Und da kam, also nur 10% haben gesagt, dass sie da sich überhaupt das Gefühl haben, mit der Thematik auszukennen. Und da in den Freitextantworten war auch ganz viel, ich weiß überhaupt nicht, was das ist, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Also ich glaube, das ist schwierig. Also ich meine, natürlich sind wir mehr Digital Native vielleicht in dem Sinne, aber trotzdem, das kann man nicht 1:1 auf die Medizin übertragen. Und ganz viele von diesen Apps und Gesundheitsanwendungen werden von Leuten über 50, über 60 Jahren genutzt und gar nicht von den Jungen. Deswegen ist auch immer so die Frage, ist es nur eine Frage der nur eine Generationenfrage? Ich glaube, dass eben junge Ärztinnen und Ärzte damit in Teilen genauso Probleme haben können. Vielleicht nicht ganz so viel wie jetzt ein alteingesessener Hausarzt oder Hausärztin, aber ja. Ja, das finde ich echt spannend. Hätte ich jetzt anders erwartet, aber ich gebe dir insofern recht. Ich habe letztens an so einem Online-Kurs teilgenommen. Da ging es auch um das Thema Digitalisierung in der Medizin und da wurden ein paar Fragen gestellt zwischendurch und da hätte ich mir bei vielen Themen andere Antworten auf diese Chat-Umfrage, die da gelaufen ist, vorgestellt, weil ich gedacht habe, okay, die sind viel, viel näher dran. Aber auch zu bestehenden Apps zum Beispiel, wie FADA, nehmen wir jetzt mal nur als Beispiel, war vielen gar nicht bekannt, was ist das überhaupt, was kann ich da nutzen? Und es waren Medizinstudenten. Ne? Und ja, da gebe ich dir recht, das ist tatsächlich ein Thema, was man hinterfragen muss und wo kommt das her? Ist es vielleicht auch da wie das Umfeld? Also da ich im Moment noch nicht tief genug drin bin in der Materie, weil ich vielleicht im zweiten, dritten, vierten Semester bin, habe mich zu wenig bis jetzt selber damit beschäftigt. Das kommt jetzt gerade erst auf uns zu. Vielleicht brauchst du noch ein paar Generationen, um das tatsächlich noch mehr in den Alltag zu integrieren, wie ein Smartphone, wie andere Dinge eben auch. Vielleicht sind wir da einfach im Augenblick tatsächlich noch nicht so weit. Es muss, glaube ich, einfach Teil der Ausbildung werden. Ja. Also so wie ich lerne, wie funktioniert ein Sono-Gerät, so muss ich irgendwann wissen, also gelehrt bekommen, was ist künstliche Intelligenz. So, und das Problem ist ja, in der Klinik ist die Thematik noch nicht so richtig angekommen und in der Klinik läuft viel der Lehre ab und auch in der Medizindidaktik kommt es jetzt erst so peu à peu quasi an, also an den Unis dementsprechend. Das muss halt, wenn das so dringlich ist, dann muss das halt auch mehr gelehrt werden, das auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr spannendes Thema und vor allen Dingen finde ich super, du hast da eine sehr differenzierte Sicht auf die Dinge. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt knapp 40 Minuten. Zeit geht super schnell vorbei. Ich habe zum Schluss ja eigentlich immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ich habe mir aber für dich was anderes überlegt. Und zwar würde ich ganz gerne dir 10 Begriffe nennen. Und würde dich bitten, den ersten Gedanken, den du zu diesen Begriffen hast, einfach rauszuhauen. Und du hast die Möglichkeit, einmal weiter zu sagen. Und du hast dann auch noch die Möglichkeit, wenn du magst, zu einem Begriff noch mehr zu sagen. Später. Aber wir gehen die Begriffe erstmal durch. Ist das okay? Okay. Einmal darf ich weiter sagen. Okay. Einmal darfst du weiter sagen und einen Begriff kannst du dir hinterher raussuchen. Ansonsten bitte ich dich so spontan, wie es irgendwie geht, zu antworten. Okay. Okay, wir legen los. Zukunftsmedizin. Ganz wichtiges Thema. Ruhrgebiet. Ja, meine Studienheimat. Und sehr ehrlich. Mhm. Ehrlichkeit. Jens Spahn. Äh,
es klingt fast fies, ich wollte gerade erst Aktionismus sagen, aber daraufhin hat er mir mal gesagt, Aktionismus hat ja auch was Negatives, deswegen eher Innovationsfokus. Genau, ja, ich würde sagen Innovationsfokus. Der BVMD. Die BVMD, das ist die Vertretung. Die. ein Sammelbecken für ganz viele junge Menschen mit spannenden Ideen, vor allem um die Medizin heraus oder über die Medizin heraus. Leadership. Was sehr persönlich ist und leider sich viele Menschen viel zu wenig damit auseinandersetzen, beschäftigen. Innovation. Etwas, was ich versuche voranzutreiben, voranzubringen. Was auch immer mit Veränderungen und mit Mut einhergehen muss. Vergangenheit? Kann man daraus lernen. Ja, sehr wichtig. Medizinstudium? Hoffentlich bald fertig. Ja, genau. Freundschaft? Etwas sehr Wichtiges, was man nicht unterschätzen darf. Das begleitet einen das Leben lang hoffentlich, wohingehend Prozesse vergänglich sind. Und das Letzte, Social Media. Social Media? Gute Frage. Spannendes Medium und verschiedene Leute zu erreichen. Machen wir weiter. Das mache ich. Genau. Ich hatte gedacht, du nimmst bei Jens Spahn den Joker sozusagen, weil sich da nicht. Aber super. Nee, hat mir super gefallen. Tolle Antworten darauf. Zeigt, dass du nicht nur ein intelligentes Köpfchen bist, sondern auch ganz spontan. Das finde ich super. Ja, Jana, ich habe mich total gefreut darauf, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns heute hier mal unterhalten konnten. Es war ein super Interview. Die Zeit beschränkt uns jetzt gerade so ein bisschen, aber ich bin sehr sicher, dass ich und wir noch ganz viel von dir hören werden, egal an welcher Station, aber oder in welchem Bereich deines medizinischen Weiterkommens oder deines unternehmerischen Weiterkommens. Danke dir sehr für deine Zeit heute. Wünsche dir alles Gute für die Zukunft, für die anstehenden Prüfungen natürlich sowieso. Und für alle die heute dabei waren, zugehört haben, wir haben das heute ja als reine Audioaufzeichnung gemacht. Lag so ein bisschen an einer nicht so stabilen Internetverbindung, aber die Inhalte waren uns so wichtig, dass wir gesagt haben, wir achten dann lieber heute eher auf den Ton als auf das Video. Also schön, dass ihr dabei wart. Bleibt unternehmerisch und denkt immer dran, den Podcast zu bewerten bei iTunes oder YouTube. Würde uns sehr freuen. Also auch ruhig kommentieren. Das hilft immer weiter und bringt den Podcast nach vorne. Und das letzte Wort in dem Podcast hat natürlich wie immer mein Interviewgast. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Das als allererstes Mal. Und ich bin selber gespannt, wo es mich, glaube ich, dann hinbringt. Aber ich glaube, ich werde der ganzen Thematik, werde ich nicht nach meinem Studium den Rücken zukehren. Und ja, wenn irgendjemanden das Thema auch begeistert oder interessiert, dann freue ich mich selber auch über Anregungen oder Ideen oder gerne immer. Ja, damit. Okay, ganz lieben Dank und alles Gute für dich. Tschüss. Danke. Tschüss.